Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauer, zu einem ganz besonderen Video, nämlich der Hardware-Schlacht Mensch gegen Festplatte. Falls ihr es noch nicht wisst, leider ist am Samstag meine Festplatte, sie hat das Zeitliche gesegnet. Das hier ist die schuldige Samsung 128 GB Festplatte. Um 20 Uhr lokaler Zeit ging sie kaputt und dann habe ich mich schnell beeilen müssen, um bis 23 Uhr noch meinen Stream zum Laufen zu bekommen. Hat leider nicht mehr ganz so geklappt und hat leider auch dazu geführt, dass alle Daten, die auf meiner C-Festplatte gewesen sind, nicht mehr funktionieren. Die sind alle weg. Wenn ich jetzt im Nachhinein auch diese Festplatte anschließe, bekomme ich nämlich die folgende Nachricht: kann nicht darauf zugegriffen werden, Datenträgerstruktur ist beschädigt und nicht lesbar, wenn ich es über SATA anschließe. Vielleicht gibt es noch irgendwie eine Möglichkeit, die Daten über USB oder so zu recovern, aber nur, wenn das nicht zu viel Aufwand ist. Ärgerlich ist dabei jetzt, dass alle meine Replays, die ganze Goblin-Kampagne, alle Kampagnen weg sind und natürlich dummerweise auch meine ganzen Bewertungen, die ich für jedes Spiel, das ich im Rahmen meines 400-Abo-Specials gecastet habe, auch weg ist. Und ihr könnt mir glauben, dass da eine sehr, sehr große Zeitmenge reingegangen ist, um diese ganzen Bewertungen zu machen. Und das ärgert mich jetzt schon ziemlich. Das, was ihr hier sehen könnt, sind nur ein paar Screenshots, die ich gemacht habe. Screenshots, Bilder von meinem Handy aus, damit ich während der Videos sehen konnte, wie viele Punkte ich vergeben habe, um nicht die ganze Zeit alt raus, alt tabben zu müssen. Ja, deswegen kommt das 400-Abo-Special jetzt auch zu einem Ende. Ich glaube, eines wird noch gecastet und dann geht es zur Siegerehrung weiter. Leider, falls euer Replay bisher noch nicht gecastet worden ist, wird es jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr gecastet. Tut mir leid. Ich wünschte, es wäre anders. Aber um dem Ganzen noch etwas Positives abzugewinnen, das, was mir meine Geistesgesundheit bewahrt hat, war diese eine Dose Sanity, die ich hier in Japan gefunden habe, was auch immer es ist. Ja, auch in Japan ist übrigens alles Mögliche ziemlich teuer, unter anderem auch die Hardware. Auch für diese Festplatte musste ich überraschend viel bezahlen, deutlich mehr, als ich das, glaube ich, in Deutschland oder Amerika hätte bezahlen müssen. Aber sei es drum. Eine andere wichtige Nachricht, die ich euch nicht enthalten möchte, ist, dass Warhammer Total War momentan auf dem Steam Store im Rahmen des Summer Sales deutlich vergünstigt zu haben ist. Gucken wir mal kurz rein. Warhammer. Und Warhammer Total War gibt es hier, wie ihr sehen könnt, gerade für 20,39 €. Alle DLCs sind auch für einen günstigeren Preis zu haben. Meiner Meinung nach eine gute Gelegenheit, falls ihr Warhammer Total War noch nicht habt, es euch jetzt zuzulegen, denn es ist ein super Spiel und 20 € ist es auf jeden Fall wert, auch wenn es mit den ganzen zusätzlichen DLCs, die rausgekommen ist, dann doch nochmal ein bisschen teurer wird. Egal, lasst euch diese Gelegenheit trotzdem nicht entgehen, wenn ihr es haben wolltet. Zum Abschluss, um alles wieder gut zu machen, hier noch ein paar Bilder von Schildkröten, die sich sonnen. Die sehe ich, wenn ich morgens zur Arbeit fahre, im Kamogawa River. Und das ist schön. Gut, falls ihr eine Idee habt, wie eventuell diese Daten nochmal zu retten sind, schreibt gerne einen Kommentar rein. Wenn ihr irgendeine neue Kampagne sehen wollt, die nächste Kampagne, die ihr sehen wollt, bitte auch gerne als Kommentar hier unter das Video reinpacken. Und ja, bereitet euch vor auf die Siegerehrung, beziehungsweise eure letzte Möglichkeit noch ein paar Votes abzugeben für die besten Replays, die eingesendet worden sind. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.